Hallo, ich bin herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder OneLine mit Handcam. Und zwar möchte ich einmal kurz was beweisen. Ich habe mir den Screentext rausgesucht aus Knockback FFA. Und zwar wurde mir letztes Mal im Video, wo ich gegen einen Hacker gekämpft habe, OneLine mit der 7er Range und dem Knockback Reducer unterworfen oder. Ne, hier kommt das Spiel. Ich wurde beschuldigt des Reducers und AC oder AC-Usens. Ich habe oben immer die Klicks eingeblendet, wie ihr sehen könnt. Und ich habe jetzt nicht die meisten Klicks. Ich klicke immer auf beiden Tasten gleichzeitig. Also links und rechts Klick. Und ich zeige euch einfach mal, wie das dann bei der Maus aussieht, wenn ich gegen ihn mit der Hand kämpfe. Das ist das gleiche Kit wie damals. Und schon mal danke an Screentext, den ich hier gerade kennengelernt habe, sag ich mal. Und ja, ich mache das Ganze gleich auch mal im F5-Modus, damit ihr sehen könnt, dass mein Knockback wirklich kein ganzer Block ist. Und bei Screentext ist es ja halt auch nicht so das höchste Knockback. Deswegen habe ich mir halt auch rausgesucht, weil er ein guter Spieler ist und halt auch nicht so wirklich viel Knockback hat. Und da möchte ich jetzt auch mal wieder zeigen, dass das hier vor allem auf Eiswelt etwas normaler ist, wenig Knockback zu haben. Auf Gummi fliege ich ja schon etwas mehr. So. Und wie ihr seht, ich mache auch kein Maus-Infuse, Butterfly oder Jittern. Ich klicke einfach nur ganz normal auf beide Tasten gleichzeitig. Oben wird jetzt zwar angezeigt, ups, 12 CPS, aber es ist. Wir sind keine 12 TPS auf einer Taste, deswegen reduce Minecraft da keineswegs Knockback von. Weil wenn ich mit einer Taste klicke, ups, da bin ich wieder hochgefordert worden. Da habe ich mal runter wegen Fairness. Wenn ich mit einer Taste klicke, was ich jetzt versuche, ich habe mich einfach so hart dran gewöhnt, deswegen klicke ich mit beiden. Wenn ich jetzt mit einer Taste klicke, ist es nicht viel weniger Knockback, was ich da bekomme. Nicht viel mehr Knockback, was ich da bekomme. Wie ihr sehen könnt, ist das Knockback gleich geblieben, wenn ich mit einer Taste klicke. Daran liegt auch nicht. Ja, also ich reduce nicht mehr Knockback durch 15. Durch zwei Tasten klicken oder sowas. Ich klicke auch nicht hier auf die Tasten außen oder bewege nicht das Rad oder sonstiges. Ihr seht, ich klicke wirklich nur diese beiden Tasten hier. Und ich hasse es, wenn ich mich verschreibe. Und ja. So. Ja, ihr seht, ich klicke normal. Und ich mache gleich nochmal vielleicht eine Runde mit ihm, mit Stick. Dann seht ihr auch, dass ich da viel mehr Knockback bekomme. Auch schon mal GG an Screentext. Ja, ich frage ihn gleich mal nach der Aufnahme, ob er irgendwas hat, dass ich ihn verlinken kann oder so. Dass er den ganzen Scheiß hier mitgemacht hat, der Arme. Ja. Das auf jeden Fall. Da habe ich jetzt auch mehr Knockback bekommen. So. Machen wir das Ganze mal zum Stick, speichern das und fordern wieder das Kontext raus. Schreiben GL. Und auf geht's. Ich kann auch hier nochmal eine Runde mit 5 spielen. Da seht ihr sogar, dass Screentext eigentlich weniger Knockback bekommen hat bei einigen Schlägen jetzt gerade. Ja, auch wieder ein Beweis, dass ich komplett weit fliege bei Sticks. Nicht so viel Pulchi oder sowas.
weltliche Götter. Alter. Aiming Doe. So, jetzt nochmal eine Runde. Aus meiner Sicht. Ich spiele gerade übrigens mit dem einen kleinen Pack V2 von Client Mods. Ich gerade noch die Review-Aufnahme hatte. Und ja. Das war's erstmal. Oder willst du nochmal? Willst mal mit deinem Kit? Achso, ist das gleiche. Okay. Dann spiele ich das mal einmal mit dem Kit hier zu Ende gegen ihn und ja. Dann hoffe ich, dass diese Vorwürfe beiseite gelegt sind. Denn ich finde jetzt nicht, dass mein Knockback hier Reducer-mäßig aussieht. Denn sowohl Scrimtex als auch andere bekommen hier auch richtig genauso viel Knockback wie ich. Und da kommt es halt dann wirklich noch drauf an, wer die besten Hits bekommt. Meine Mutter kommt auch rein, dass sie es das freut mich. Dankeschön. Ach ja, du hast total gehört. Nice. Danke! So. So, dann, wie gesagt, danke schon mal an den Scrimtex, dass er sich hier hingestellt hat, die Zeit genommen hat, mit mir diese Weiß-Kacke hier zu machen. Ich hoffe, ich hab's bewiesen in gewisser Art und Weise. Ja, wenn ihr irgendwelche bestimmten Screenshots sehen wollt oder sowas, keine Ahnung, ich mache halt eigentlich sowas nicht gerne, weil einfach auch private Sachen auf dem PC sind, also BIs oder sowas, mache ich einfach nicht. Und ja, ich würde einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis zum nächsten Mal und schön mit Öl. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, natürlich.